Recht herzlich begrüßen mit meinen berühmten Sprüchen, mit einem indischen Namaste, grüße das Göttliche in euch, mit einem Omar Tassat, der große Lichtarbeiter, mit einem alpenschamanischen Aho und mit einem heimischen Grüß Gott, Grüß Göttin. Ja, ich möchte mich kurz vorstellen, für die, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Norbert Bartha. Ich bin in Hallein bzw. in Oberaden zu Hause und mache sehr viele Sachen, nicht nur der Untersberg. Der Untersberg ist ein Aspekt, da gehen wir wieder hinten. Ist ein Aspekt davon, von meinen vielen Sachen, die was ich mache. Und ja, das ist mein erster größerer Vortrag, sage ich jetzt einmal. Ich mache da meine Wanderungen nicht ständig, dass ich die Menschen informiere, was so am Berg sie abspielt oder los ist. Wer sich genauer informieren will, da liegen Flyer auf oder Visitenkarten, wo ich nur was sie mache. Aber jetzt bleiben wir mal beim Untersberg. Und da möchte ich nur was vorausschicken, alles, was heute hört, seht und spürt. Nehmt euch das aus, was für euch stimmig ist. Wo ihr sagt, okay, das glaube ich jetzt nicht, oder das ist für mich nicht stimmig, dann lasst es einfach stehen. Beurteilt es frei und wertfrei. Wie gesagt, nehmt euch nur das aus, was für euch stimmig ist. Weil es sind einige Sachen, von denen ich berichte, da wo ich auch noch selber ein großes Fragezeichen dahinter sitze. Ja. Aber kommt noch zu, das machen wir nachher, gell? Später. Aber sie sind halt nochmal da. Kann sich nicht annehmen. Überhaupt nicht. Bevor ich jetzt anfange, das was ich eigentlich alle mache, wenn ich am Berg gehe, dann verbinde ich mich immer bewusst mit Untersberg und seine Wesenheiten. Da gibt es einen wunderschönen Untersberg-Bietruf. Das ist von Rainer Limböck. Komme ich später noch zu Rainer Limböck. Und zwar Untersberg-Bietruf oder Bietruf allgemein, da gibt es eigene Geschichten. Der hat den entdeckt in der Schweiz, da gibt es die Bietrufe öfters. Und so toll ist das hier, und dann hat er einen Betruf verfasst. Man kann natürlich jeder selber einen Betruf verfassen, aber er ist so schön und beinhaltet eigentlich alles, was ich den eben immer lese. Und am Berg unterwegs am lese natürlich auch. Um die bewusste Verbindung mit unserem Untersberg herzustellen. Heiliger Untersberg, der du die Percht in dir trägst. Bewahre uns vor Unglück, Krankheit und Not. Wir ziehen den goldenen Ring als Schutz für all die Menschen und Wesen in unserer Mitte. Wir rufen die drei Saligen und erbitten ihren Segen und Schutz für die Kinder von Mutter Erde. Lobe das Murmeltier, den Hirsch, den Adler und die Gams, die Tiere der Berge, die uns Kraft geben. Lobe die Kräuter der Wiesen und Almen. Lobet das lebendige Wasser deiner Quellen. Lobet deine mächtigen raunenden Bäume. Lobet das stille Wirken deiner Steine und Felsen. Lobet den Kreis der großen Sieben. Wir grüßen das alte Volk,
das in den Mythen in unseren Herzen weiterlebt. Dann habe ich nur eine nette Botschaft. Und dann so ein Himalaya von den Mönchen oder von den Lamas, die dort eben leben. Und die haben Folgendes gesagt: Die Berge sind die ersten Tempel der Erde. Jetzt haben wir natürlich Gedanken gemacht, wo fange ich an mit unseren Bergen? Wo höre ich auf? Ja. Gibt es überhaupt einen Anfang? Gibt es überhaupt ein Ende? Weil irgendwo muss ich anfangen. Und dann gehen wir zurück. Das ist 1306. Das ist nämlich der erste urkundlich erwähnte Name auftaucht. Die haben natürlich eine andere Sprache gehabt im 13. Jahrhundert. Da hat er Widnersperch geheißen. Da ist aber das Wort wieder Perch beinhaltet. Hat nämlich auch eine besondere Bedeutung. Dann ist einmal genannt worden Unterberg, irgendwann ist das Estern dazu gekommen, oder der Berg der Unteren, oder der Wunderberg. Aber man hört da immer das Untere aus, das Unter, unterm Berg und das Innen. Ja. Also, dann habe ich gestern, vor einigen Tagen auch so ein wunderbares Sätze gehört, und zwar, es spielt sich sehr viel nicht nur außen am Berg und in der Runde herum, sondern auch im Inneren. Im Inneren und unteren, und im unteren Bereich, also innen drinnen und unterm Berg. Also da haben wir sehr viele Geheimnisse. Und dann ist mir noch gesagt worden, je tiefer man in den Berg eintaucht, desto weiblicher wird er. Also der Berg, der Buntersberg Geist, und dann, das klingt alles so männlich, ja. Aber er hat eine sehr große weibliche Seite. Und das habe ich so schön gefunden. Und gerade jetzt zu der Zeit, wo eben die weiblichen Energien sehr stark. Auch, ich sage jetzt einmal in Anführungszeichen, dass sie das Männliche und Weibliche wieder im Ausgleich. Dann möchte ich einige Sachen vorlesen, die Sagen und Mythen vom Berg. Wenn man das jetzt dann da zusammengeschrieben, weil ohne kann ich mir nicht merken, ohne kenne ich sogar selber nicht. Da gibt es die Bergmandeln, die Wildfrauen vom Untersberg. Die Wildfrauen von Karlstein, die Frauenlöcher, also wieder mal sehr viele Frauen, die Teufelslöcher am Mühlenberg, die Druiden, die Untersbergmandeln, Kaiser Karl, kennt ihr jeder vom Untersberg, der Walser Birnbaum, die verschwundene Hochzeitsgesellschaft, Frau Brecht, Lazarus Gitschner und die Prophezeiungen des 2012 schon in einer Gruppe, waren es dann eher einige Leute dabei. Und siehe da, was passiert ist in den 3 Jahren, ich habe noch nie so viele Menschen am Berg getroffen wie da, beziehungsweise dort in der Liebtag geschafft, haben wir einen steinernen Kader. Ja. Es waren Hunderte. 2009 waren wir nur zu dritt. Ja. Da waren Hunderte da. Ja. Also hat sich das dann schon etwas herumgesprochen. Ja. Also nicht nur für Österreich, Deutschland, alle möglichen Nationen waren dort. Der Schamanin auch kennengelernt, der hat ein wunderschönes Ritual gemacht, ich habe mit meiner Gruppe auch Ritual gemacht und es war einfach es war eine wunderschöne Energie. Aber ich habe eh Fotos, wie gesagt, das kann ich aus den Fotos dann weiterbringen. Das ist aber auch noch lange, weißt du. Ich habe da noch zwei Bücher mit, das ist vom Rainer Limböck. Das war eine interessante Begegnung, den habe ich natürlich, unter Anführungszeichen am Untersberg kennengelernt. Na, wo sonst, ja. Und interessanterweise zur selben Uhrzeit, zur selben Gattung, in der Mittagsschatte.
wieder drauf in einer Gruppe, mit dem wieder zwei Wochen, und er war dort auch in einer Gruppe, ja, dann haben wir das gemeinsam gehabt. Und so ist jetzt dann, das war im Jahr 2007, glaube ich, ja, 2011 war es, hat sich jetzt mittlerweile eine Freundschaft da entwickelt und wir sehen uns auch regelmäßig. Und wir haben, wie gesagt, mehr Informationen und wie es kommt, bald sein sein nächstes Buch aus da. Und natürlich auch sehr empfehlenswert. Aber er befasst sich auch schon länger mit dem Berg. Dann zu Geschichten, die Steine der Macht von Wolfgang Stadler, Pseudonym Stan Wolf. Den habe ich auch persönlich kennengelernt. Interessanterweise wohnt er gerade 400 Meter, beziehungsweise sein Wohnbüro ist 400 Meter Luftlinie von mir entfernt. Und haben, wie gesagt, auch schon einige Mal privat besucht. Wer kennt denn die Bücher nicht? Nee. Ja, noch nicht. Es gibt schon drei, gell? Ja, jetzt im November kommt dann das vierte, das haben wir schon geredet über das Buch. Und es ist so, es verwischt sich Realität mit Fantasie. Aber was ist Realität und was ist Fantasie? Also er gibt selber zu, es sind einige Sachen wirklich erfunden, ja. Aber ich habe von ihm viele Informationen gekriegt, beziehungsweise er war da so sehr offen, weil mich in erster Linie die Orte und die Plätze interessiert haben, was er da in den Büchern beschreibt. Ja. Und er hat mir sehr viel gesagt, oder eigentlich alles gesagt. Ja. Ich habe die Informationen gar nicht mehr verarbeiten können, ich habe mir dann das aufgestellt, ich habe eine Landkarten gehabt vom Berg, habe mir das dann eingezeichnet. Und habe mich dann auf den Weg gemacht und habe eben die gewissen Orte dann besucht. Auch. Und wie gesagt, ich habe schon einige Leute dorthin geführt. Aber es gibt da noch sehr vieles zum Entdecken. Er behauptet auch, er hat den Fösen auch gefunden, wo ihm das Surgezatum umstehen war. Also da muss ich nochmal genauer, er hat uns zwar den Platz ungefähr gesagt, das spielt ja auch da beim Bayerischen Hof Traunholen. Aber das ist riesengroß, wenn man das nicht genau weiß, dann sucht man bis zum Ende mehr. Wenn wir jetzt gerade beim Surgezatum wieder sind, da gibt es noch eine nächste Überlieferung. Es soll nicht alles gewesen sein, nur die zwei Wörter, sondern es sollten mehr gewesen sein. Ja. Und mehr weiß, das waren viele Ziffern, Zahlen, Wörter, Buchstaben, viele Punkte, viele Abkürzungen, der sogenannte Untersberg-Code. Meines Wissens oder unseres Wissens, was Sie interessieren, ist der Code noch nicht gelöst worden. Ja. Was er wirklich heißt, vielleicht erfahren wir das einmal. Und ich bin mir sicher, dass wir das erfahren. Kommen wir mal ganz zurück zum Wolfgang Stadler, was den Hund. Wenn ich ihn besucht habe, hat er gesagt, ciao. Sag ich dies und sagt er das, da hat er einige Bücher, waren gerade in Arbeit und habe mir sehr freizügig die Sachen eben gezeigt. Eben diese schwarzen Steine, was er da beschreibt, habe ich selber schon in der Hand gehabt, die waren allerdings von Ägypten. Und der Berberbindung auf Ägypten auch, sehr oft in Ägypten auch. Habe ihm die schwarzen Steine schon in der Hand gehabt, den angeblichen Stein der Isaias, diesen dunkelvioletten Amethyst. Dieser Runde der Einnahme ist, dieser zweite Spanner dabei. Dann die Osiris-Statue, ja, und ich weiß nicht nur, was alles sie, der hat das alles gezeigt, ne, was auch in der Birke beschreibt. Also von dem kann man ausgehen, dass das schon stimmt. Natürlich kommt jetzt wieder wer sagen, okay, sowas kann man sich besorgen auch. Natürlich kann man sich besorgen auch irgendwo. Ja. Was ist besorgt oder was wirklich wirkt oder gefunden? Das würde ich einmal so stehen. Und es wird ganz abenteuerlich, er hat mir diesen Faustkeil gezeigt, wo er damals in einer Zeitreise von diesen Ureinwohnern angegriffen worden ist. Also das ist ungefähr so, wie man sich vorstellt, ein Faustkeil, der Sporn geschnitzt, den habe ich auch schon in der Hand gehabt. Ja.
Dann hat er mir das Uran gezeigt, das radioaktive Uran vom Untersberg. Das Glück war mit Geigerzähler, der Geigerzähler ausgefallen. Das war natürlich nur Bleisinn in der Familie, das passt natürlich nicht ganz klar. Ja und. So Informationen. Dann gibt es natürlich von der Gabi Terröde und von Siegfried, die auch die meisten kennen, gell? Ein Channeling über den Untersberg. Da sind eben auch so Fragen gestellt worden. Befindet sich der Untersberg auf einem Kreuzungspunkt von Energielinien? Was bewirkt das Energiefeld des Untersberges? Ist der Untersberg ein Dimensionstor? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Untersberg und dem UFO-Phänomen? Und ist der Untersberg ein Tor der hohen Erde? Also wie gesagt, in den letzten Jahren scheint das Interesse aber größer zu werden an diesem Berg. Was auch durchaus zu begrüßen ist. Ich muss aber andererseits auch wieder dazu sagen, es ist Gott sei Dank, mit Anführungszeichen, wissen viele Menschen diese Plätze nicht. Gell. Also da haben wir wirklich nur seine Ruhe. Und die haben gar nicht so weit weg. Die haben relativ leicht mit Auto zu erreichen. Man geht dann vielleicht eine halbe oder dreiviertel Stunde, das ist keine Tour von 3, 4, 5 Stunden. Kann man natürlich ausdehnen. Und man ist da an sehr starken Plätzen eben. Wunderbare Plätze waren auch kaum mehr begegnet, weil sie die wenigsten wissen. Wir sind viel in der Fürstenbrunner Gegend da, weil die meisten Reitsteig, Supersteig, ja, Mittagsschatten eventuell. Dann ist ja schon im Dort. Weil es gibt so wunderschöne Steige und Wege am Berg, wo man wirklich ein Land Anführungszeichen ist oder wenig, oder sehr wenig Leute eben trifft. Ja, natürlich muss ich natürlich den Dalai Lama auch erwähnen. Wissen wir ja, der Dalai Lama besucht auch fast jedes Jahr den Berg, meistens nicht offiziell. Wie er damals gesagt hat, ein Herzchakra Europas und ein Herzchakra der Erde. Finde ich auch ganz passend. Dann gibt es den Bruderberg, den Kailash in Tibet. Der heilige Berg der Tibeter, der ist ja so heilig, dass sie nicht besteigen. Gehen wir an die Pilgerung und herum. Jetzt sind wir wieder bei der Untersberg-Pilgerung, die er ja auch mitgemacht hat. Und die ist ungefähr gleich lang wie eben diese Umrundung von Tibet im Untersberg. Also laut GPS sind es 49,3 Kilometer, die man da geht. Und die wird angeführt. Oder die hat ins Leben gerufen, der Pfarrer Schwarzberger. Genannt auch der Untersbergpfarrer. Mit Pfarrer Schwarzberger kann man gleich den Marienheilort verbinden in Großgemeinden. Da wäre ich auch sehr empfehlen, diesen Marienheilort mal zu besuchen. Unzählige Höhlen. Über 400 Höhlen im Untersberg. Circa 150 sind erforscht und Anführungszeichen katalogisiert. Also man kann da noch sehr viel entdecken. Dann gibt es auch Untersbergstüberl in Einring. Das ist auch ganz was Interessantes. War ich selber noch nicht persönlich dort, werde aber bald einmal hinfahren. Das ist ein ehemaliger Reichsflughafen aus der NS-Zeit. Jetzt ist ein Fortbildungszentrum der Bayerischen Polizei. Da hängen 4 Bilder um. Und da versucht man diese Bilder auch schon immer zu enträtseln. Ja. Also am besten selber hinfahren und anschauen. Oder der Rainer hat sich ganz gut in seinem Buch beschrieben. Dann gibt es die sehr viele Lichtphänomene am Untersberg. Aber nicht nur am Untersberg, sondern auch gegenüber, hinterbei liegt das Lattengebirge. Ja.
Das Lattengebirge wird die schlafende Hexe genannt. Der Untersberg der schlafende Drache. Und der Untersberg hat sehr viele Namen, ja. Und da ist auch ein ganz interessantes Lichtphänomen zu beobachten im Lattengebirge, das ist der sogenannte Teufels- oder Sonnenloch. Ja. Und am 19. bis 21. Dezember um ca. 13 Uhr bis 13.20 Uhr passiert da Folgendes. Da geht die Sonne über dem Lattengebirge unter, das heißt, nicht unter, es ist Mittagszeit, da geht sie unter, da steht es genau drüber und leuchtet genau durch dieses Loch durch. Also ein ganz ein spektakuläres Lichtphänomen oder Lichtereignis, von wirklich durch dieses kleine Loch, relativ kleine Loch, man kann es von groß meinen, sogar mit freien Augen erkennen, wenn man früher auch hat, ja, leuchtet die Sonne eben durch und beleuchtet das alles. So. Geht natürlich nur bei schönem Wetter, wenn man es vorher sich angeschaut hat, oder weiß ich nicht, schön, also werden wir sehen, vielleicht ist heuer soweit. Am Untersberg kann man heiraten. Ja, es ist angeboten, am Untersberg zu heiraten. Und zwar am Geiereck kann man heiraten. Man kann sie auch auf der 4K-Säule bestatten lassen. Eine besondere Verbindung sollte mit Uru da sein. Uru oder Eiersock in Australien. Wird als das Solar Plexus Chakra bezeichnet und auch in Sri Lanka der Adams Peak wird auch auf die Verbindung gebracht. So, ich habe halt meine Gitarre mit, bevor wir zur Bildpräsentation kommen, mit der gerne mal hier singen. Wollt ihr mal nicht in Indisch oder nicht in Indianisch oder nicht in Englisch oder nicht in Sanskrit, auch nicht in Punjabi, sondern in unserer Muttersprache. Bis dahin kommen, es wird das Intellekt einmal sehen. Ja. Ich mache Mantra-Veranstaltungen, wir spielen natürlich Liederveranstaltungen und dieses Lied ist alleine kommen, es wird den auf die Legt in unserer Sprache sind. Es ist nur so leicht, dass ich es nicht auswendig kann. Die letzten Worte sind wir erst in den letzten paar Tagen gekommen. Thank you.
ausschützt. Geht es so? Ja. Das Foto oder das Bild, die Sonne versinkt in den Berg. Das ist da, also die Ansicht ist südöstlich. Also ich sehe so im Berg. Gell? Dort wo ich war, das ist meine Ansicht vom Berg. Das ist in Hallein aufgenommen worden. Man sieht da noch zwar die Oberleitungen und von der Bahn, aber das hat schnell gehen müssen, ich habe keinen anderen Platz nicht suchen, weil sonst hätte die Sonne nicht mehr erwischt. Und die Mittagsschorten ist da. Und genau da ist die Wand da. Aber wer die Mittagsschorten von der Sicht kennt, die geht nicht so weit oben. Ja? Die geht vielleicht so her. Ja. Und darum nenne ich das, die Sonne versinkt in den Berg. Eine ganz interessante Formation, was da entstanden ist. Auch. Da sieht man es nochmal, da ist ein bisschen zugezogen, auch von der gleichen Stimme wieder. Und wie gesagt, die Mittagsschatten gehen nicht so weit rüber. Das war also eine Abendrotaufnahme, auch wieder. Wenn ich dort, wo ich war, am Balkon rausgehe, dann sehe ich eben rechts den Untersberg hin. Also vorwärts sind die Baumstorner, der Thürnberg, der Hohe Göhl, ich sehe zum Hagengebirge, zum Tenningebirge. Also ich bin so dankbar, dass ich dort sein darf. Und ich sage, jeden Tag, wenn ich am Balkon rausgehe oder beim Fenster rauszuschauen, sehe ich den Berg und auch den Untersberg. Und das Foto ist eben auch so entstanden, wie gesagt, ich gehe jeden Tag dort raus und dann schaue ich den Berg an und wenn sich irgendwas Interessantes tut, dann bin ich schon da im Fotoapparat. Das ist auch wieder vom Balkon aus, da sieht man die Baumstamm und wieder das intensive Gelb. Das werden wir noch öfter sehen, das Gelb. Auch wieder zum gleichen Datum, ein bisschen noch rechts fotografiert. So sehe ich die Berg genau von der Kamera aus. Und man sieht jetzt da die Mittagsschorten, ja, und die Sonne, wie gesagt, über den Oberraum von einem anderen Foto. So, das ist also eine spezielle Aufnahme. Das ist am Balkon entstanden, aber nicht bei meinem oder in Hallein, sondern bei meiner Schwester am Balkon, da war ich auch dort und schaue raus und sehe eben das Bild. Und habe einen Fotoapparat mitgehabt. Interessant, dieser Pfeil oder dieser Engel oder was man immer da sieht, ja. Und er zeigt nach Westen. Und da ist mir sofort ein Foto reingekommen. Und zwar gibt es da ein berühmtes Foto, beziehungsweise ein Bild von 1935. Ja. 1935, wir wissen alle, wer da regiert hat, ein gewisser Herr H. Und 1935 ist Folgendes passiert, da wurde beschlossen, den Polen anzugreifen und den Zweiten Weltkrieg. Ja. Und da hat sich der Untersberg ganz besonders gezeigt. Und zwar war der Himmel um den Untersberg ganz blutrund. Ja. Und da ist eine Wolkenformation auftreten in Form einer Hand und die Hand hat eben nach Osten gezeigt. Ja. Und genau in dieser Nacht oder nächsten Tag wurde das beschlossen, den Pfund anzugreifen. Und ich mache jetzt dieses Foto, wo der Pfeil nach Westen zeigt, dann ist alles ganz gelb. Wo es mit dem was zum tun hat, sage ich mal, bleibt dahingestellt. Aber mir war sofort die Parallele da. Ja. Da sieht man es auch wieder. Ein bisschen zugezogen.
So. Ich sehe es doch gut. Siehst du was? Ein Schleier vom Berg. Da sieht man nämlich ganz deutlich den Untersberg. Der Untersberggeist, muss ich sagen. Ja. Das Gesicht, oder? Genau, das Gesicht. Das ist ja eigentlich schon viel bekannt. Ja, da sieht man jetzt schon. Also wenn ich rechts vom Balkon schaue, ist im Winter, gerade im Winter, ist er, sagt er sich besonders. Da ist die Bergstation, da ist Geier Eck, da ist ein Auge, das zweite, die Rosen, der Mond, der Horst. Ja, das sind noch mehrere. Kannst du die erkennen? Ja. Kann man interpretieren, wie man will. Sagt sich der Kaiser Karl so, ist das der Untersberggeist oder andere Wesen. Das ist die Nummer, die Leibnäcker. Das ist nicht der Untersberg-Marmor. Ja. Und ich würde denken, der rote Fleck, das ist ein Bauxit-Gestein. Warum ist das so wichtig? Der Untersberg-Marmor wird in Fürstenbronn abgebaut. So, die Grasselhöhle. Die Grasselhöhle liegt auch im Fürstenbronn-Gebiet, wo ich auch oft sehr oft hingehe und auch viele Menschen auch dort hingeführt habe. Wie gesagt, man kommt relativ leicht hin dort, lässt das Auto im Fürstenbronn beim Untersbergmuseum stehen. Man muss natürlich wissen, wo man dann hingeht. Ja, es führen da einige Wege rauf. Und zwar kommt man als erstes zum Karlsohr. Das Karlsohr oder das Ohr des Kaiser Karls soll so sein wie das Orakel von Delphi. Ja. Interessanterweise kommt da auch auf der violetter Rauch raus. Das ist die erste mystische Station, wo man darauf geht. Dann kommt man zu der Fürstenbronner Quelleinfassung. Ich glaube, wir haben dann auch noch mal ein Foto um. Und dann weiter eben zu dieser Grasselhöhle. Viele wird es aufgefallen sein, die Orbs. In der Grasselhöhle wird auch sehr viel spirituell und energetisch was gemacht. Der Werner Neuner hat vor einigen Jahren dort eben die Venusblume gelegt. Die ist jetzt leider unter Anführungszeichen nicht mehr, jetzt ist nur mehr Spirale dort. Aber sie muss nicht unbedingt dort liegen, erkenntlich mit Steinen. Also feinstofflich ist sie nur dort. Ja. Und das ist bei jeder Venusblume. Sagt Ihnen die Venusblume was überhaupt? Ja. Wem sagt das nichts? Ganz kurz zur Erklärung, Venusblume oder Pentagramm oder Fünfstern. Der Werner Johannes Neuner hat die Planetenbahnen 8 Jahre zurückverfolgt, und zwar die Planetenbahnen von Venus und Erde. Und wenn man die zurückverfolgt, entsteht dieses Pentagramm. Er hat es dann mit Linien verbunden und plötzlich ist diese Venusblume entstanden. Ich habe dann eh noch Fotos, ja. Und dann hat er den Auftrag sogar einmal gekriegt, oder er hat gespürt, dass er die Venusblume eben ein ganz starkes energetisches Zeichen ist, sage ich mal, die auf der ganzen Welt zu legen. Und am Untersberg haben wir das Glück, sage ich jetzt einmal, dass 2 Venusblumen ganz knapp beieinander liegen. Also ein guter Freund von mir hat die voriges Jahr gelegt, und der Werner Neuner hat es am 6.6.2012 gegenübergelegt. Also es sind gerade 300 bis 400 Meter Luftlinie auseinander. Und da halte ich mich auch sehr auf. Und sage ich, das sind viele Menschen. Und dort wird auch eben sehr viel energetisch gearbeitet und dann und so. Da haben wir nur 2 Bilder.
Da war ich mit einer Gruppe und habe mir noch kurze Haare gehabt und schon ein bisschen komisch rein. da haben wir dort dann auch, haben sie hinter uns eben die Orbs gezeigt jetzt. Und das ist ein Gast aus Deutschland, die Sabrina. Und wo genau schaut, bei ihm so der Plexuszentrum. Ja. Wird sie auch von so einem Lichtwesen, Orb, Lichterscheinung, Engel, was immer. Gemustert, sagen wir jetzt einmal. Ein anderer Schein. Jetzt schaut das so aus in der Hülle drinnen. Eine Spirale. Da ein kleiner Steinaltar. So, und ober dieser Graselhöhle liegen die Marmorsteinbrüche. Da gibt es einen alten Steinbruch, der ist nicht mehr im Betrieb, sage ich jetzt einmal. Den kann man aber auch besichtigen, wenn man weiß, wo der ist. Und da spült es energetisch auch ab. Ja. Da kann man nur die alten Bahngleise sehen von den 1930er, 40er Jahren, wo das Marmor abtransportiert worden ist. Das sind eben schon die Marmorsteinbrüche, wo noch abgebaut ist. Ja, und an diesem Marmor sind auch die verschiedensten, ja, sagen wir mal, was ich sagen. Also man kann überall Gesichter, Körper bedecken. Bevor wir jetzt in die Höhle reingehen, jetzt sind da einige Leute drinnen in der Meditation, dass wir uns halt so ruhig wie möglich verhalten und wieder alle zu geredet sind drinnen. Wenn man dann zurückgeht, sieht man den sogenannten Tagschlot, das ist die Verbindung von oben nach unten. Da gibt es einen Tag oder Zeiten, da steht die Sonne genau drüber und da kommt ein riesiger Lichtstrahl rein. Der Rainer hat mir vorhin erzählt, wir vor einigen Monaten da waren, bei der Sommersonne, am 21. war der so stark, dieser Lichtstrahl, dass er direkt fühlen hat können. Ja. Und wir machen jetzt auch anders und schauen aber, dass wir die anderen so wenig wie möglich stören. Und bevor wir jetzt dann reingehen, ist halt der Brauch, dass wir uns verstanden haben. Gedanklich oder Wort. Oder wörtlich und den Geist der Höhle um Eintritt bittet. Ja. Gut, dann schauen wir, was passiert.
Die Albachklamm. Die Albachklamm, da gibt es auch sehr viel zu sagen. Wer kennt die Albachklamm nicht? Die Albachklamm befindet sich 3 Kilometer nach Schädelberg rechts dann. Also da anfangen wir bei der, beim Gasthof Kugelmühle. Das ist die letzte Kugelmühle von Deutschland, die wo es noch betrieben wird. Gell? Und da gibt es ja so wunderschöne Marmorkugeln zum Erstehen vom Untersberger Marmor. Oder nicht nur von anderen, ja, man kann ja da zuschauen, wie die Kugeln noch gemacht werden. Eine wildromantische Klamm, das wird so beschrieben, die hat da sehr oft durchgemacht mit vielen Menschen auch. Und das ist eben so dieser große Wasserfall. Da waren wir zu dritt unterwegs. Da gehört da die Genele und die Frau Wilke Schwarzenmüller. Da sind wir ein Stückchen aufgetreten und lösen. So, und am Ende der Klamm, das vermeintliche Ende der Klamm ist die Theresienklause. Ja, da dran die meisten wieder um. Aber jetzt auch nicht mehr, weil dann viel wissen, was sie dahinter bei noch abspielt oder los ist. Nämlich die Irlmeier Madonna. Hat natürlich auch eine besondere Geschichte. Eigentlich geht es mehr um die Quelle. Da in der Quelle, also da haben wir jetzt gebaut, ist schon gebaut worden und dann ist es zerstört und dann haben wir es wieder leicht gemacht. Kurz die Geschichte zu der Quelle und zu der Irlmeier Madonna. Der Irlmeier, mit dem kommt man nicht vorbei, wo man über den Untersberg redet. Und da hat es einen bayerischen Zahnarzt gegeben, der ist jetzt auch schon verstorben, da hat er eine Vision gekriegt, eben in der Albachklamm. Bei einer Meditation hat er die Vision gekriegt, da eine Quelle zu suchen. Hat sie dann auf den Weg gemacht und hat diese Quelle tatsächlich gefunden. Das war der Erich Küberle. Ein paar Monate später hat er die nächste Vision gekriegt, und zwar diese Madonna dort aufzustellen. Der Küberle war ein sehr spiritueller Mensch und ein bekannter Gott, den Hagen Bönisch, und die zwei haben nachher die Irlmeier Madonna dort aufgestellt. So, der Alois Irlmeier war bayerischer Seher. Ja. Ein Mann sagt, was er sieht. Gibt ein ganzes Buch davon über seine Prophezeiungen, seherischen Fähigkeiten. Eigentlich war er Brunnenbauer. Ja. Er hat das Talent gehabt, das Wasser mit seinen Händen zu spüren, auch bis 100 Meter Tiefe. Ja. Und er hat eine hundertprozentige Erfolgsquote gehabt. Ja. Und hat im Laufe der Zeit seine seherischen Fähigkeiten entdeckt. Und er hat nie was verlangt, weil er hat gesagt, wenn er was verlangt, dann verliert er das. So haben wir ihm die Menschen eben freiwillig was gegeben oder eben Sachwertgeschenke. Unter anderem auch diese Madonna. Wie er dann verstorben ist, 1959, ist die Irlmeier Madonna dann im Besitz seiner Familie, die Hinterbliebenen, zurückgegangen. Und die haben dann den Erich Küberle die Madonna gegeben. Und die hat er dann durch eine nächste Vision eben über der Quelle einige Jahre später dann aufgestellt. Da ist eigentlich der Materialseilbahn gebaut worden, weil die ist ja groß und sehr schwer und ein Stein. Und die ist dann da runter transportiert worden und dort eben aufgestellt. Und der Böhmisch und der Küberle, die haben beide an Beschwerden gehabt. Dann hat Herzbeschwerden gehabt, dann hat Wohnbeschwerden gehabt. Und sie haben dann das Wasser getrunken von der Quelle, ja, während dieser Aufbauarbeiten. Und siehe da, beide waren dann beschwerdefrei. Also wenn ich dort mit Menschen hingehe und sage, ich nehme doch immer eine leere Flasche mit, dann fragen wir, ob wir Wasser kriegen. Also fragt die Quelle immer, also begrüßt die Quelle, bedankt mich bei der Quelle.
Und nur wenn sie am Wasser nicht mehr dürfen. Und es schwingt sehr hoch, wenn du schaust, das ist ganz, ganz eine Bundeswerte. Das sind die Stornamandeln, also hunderte Stornamandeln, wo man dann wieder in die Klauen geht. Also, das ist gleich von der Himmelmadonna, also jetzt sind wir 20 Meter, dann kommt man wieder in die Klauen rein. Da werden sehr viele Stornamandeln gebaut. Das ist meins zum Beispiel, was ich mir gebaut habe. Habe ich aber bewusst nicht, das habe ich erst nachher mal am Foto gesehen, weil ich es fotografiert habe, dass das wirklich ein Kopf ist. Und der Mund, dann hat die Sonne so einer gleich, das sieht man da, sieht man, das ist die Sonne, was da zwischen den Bäumen drum gleich hat, hat das beleuchtet, hat das ausgeschaut wie zwei Augen. Warum ich mir zwei Hände aufgesetzt habe, weiß ich jetzt. Aber ich habe den Stern aus Listers gesetzt, wo ich gar nicht gewusst habe, dass das eigentlich das Gesicht repräsentieren soll. So, und jetzt wird es wieder ganz mysteriös. Wenn man nämlich die Klauen dann weiter zurückgeht, wo auch kaum Menschen anzutreffen sind, man kann auch dann ganz weit zurückgehen, da kommt man zum Berchtesgadener Hochtraun oder unter dem Berchtesgadener Hochtraun. Und da trifft man auch kaum Menschen dort, ja. Weil man muss auch ein bisschen mehr oder weniger nicht klettern, aber schon über die Spanne und über Bruch drüber und so weiter. Also, aber es geht, gell Hildegard? Super. Ja. Und zwar ist das Foto entstanden, da war ich eben mit der Walpurgis und dem Gerd Valentinelli unterwegs. Und beim Zurückgehen, wir waren da einige hunderte Meter unterwegs, und beim Zurückgehen, müsst ihr euch vorstellen, da sind zwei so also Bäume, die liegen quer über die Klauen, da haben wir ein bisschen durchgereiht. Und unter dem Durchgreifen fällt mein Blick auf diesen Stein. Riesengroß, so der Durchmesser ungefähr sicher einige hundert Kilo. Und dann sage ich, schau mal den Stein an. Dann habe ich das berührt da, das Gelbe und das Rote, diese Zeichnung da. Das war ganz wach, das verglichen mit Perlmutt, ja. Und die verschiedensten Zeichnungen in dem Stein drinnen. Und da ist vom Wasser, also ich habe schon rausgeschaut, aber das Wasser ist noch ein bisschen näher in der Kanne, weil ich glaube, wenn viel Wasser ist, ist halt klar, dann schwemmt sich gar nicht mehr ein und wenn weniger Wasser ist, kann man leichter gehen und so weiter. Da habe ich es auch nochmal, also ich habe sowas auch noch nie berühren dürfen und noch nie sowas gesehen. So, die interessanten Zeichnungen. Delfin. Besonders die Zeichnungen da. Mhm. Die ja. Ein Wal, ein Fisch, ein Delfin, ein Hai. Was immer man da sehen lässt. Wir haben die verschiedensten roten Flecken, schönen Flecken dort. Hat mich viel gefreut natürlich, dass ich den Stein entdeckt habe. Zwei oder drei Tage später bin ich mit zwei Menschen dort wieder hingegangen, weil ich nicht einfach gelangt sagen wollte. Es war ein Mann und eine Frau. Die Frau habe ich auch bei der Himmelmeier Madonna kennengelernt, das war so eine interessante Begegnung. Die hat auch gewusst, warum es dort ist und warum uns wir kennenlernen oder kennenlernen haben dürfen. Jetzt sind wir auch wieder rein in die Klauen und dann habe ich gesagt, jetzt zeige ich euch einen ganz einen schönen Stornen. Voller Stolz bin ich auf, wie die hinter mir her. So, Hochbett. Ich finde den Stornen noch. Wie ist der Storn? Das gibt es ja nicht. So ein riesengroßer Storn, direkt ins Hochbett. Gasthof Ester, das habe ich noch. Im Fürstenbaum. Vor 16 Jahren aus Weißen Huntersburg, Berg Marmor. Dort aufgestellt. Riesiger Marmortisch, auch so den Platz auch explizit ausgesucht. Er steht dort, wo er stehen soll, auch in die Himmelsrichtung ausgerichtet. Also das war von Schamanen ausgetestet, auch, dass er eben so sitzt. Der
Tisch so steht, wie er steht, absolut. Wie schaut das Ganze aus? Ah, wunderschöner Großgarten, ganz nützliche Rückseite, sehr offen für das Ganze auch, die gehen hin. Ein Pfau läuft da immer durch die Gegend den Garten. Sehr begehrt bei den Frauen. Freude Marie. Ja, das war so lieb, das Bühl, aber jetzt dran, wenn ich das gute Fotografie will, jetzt haben wir zwei in der Hose. So, und das ist auch ganz ein interessanter Stein oder Steinwesen. Der ist auch in der Nähe von Untersberg-Museum. Also da ist einiges zum Entdecken. Also die? Ja, genau. Die zwei Gesichter da, da ist die Nase, da ist die Mund, da ist die Gesichtsform und gleich nebenbei nochmal. Und da ist auch noch ein riesengroßes Gesicht. Da sieht man einen bestimmten Winkel. Das kann man natürlich auch nicht dazu, dass wir nutzen, Herr Stauff. Das ist auch wieder relativ leicht zum Erreichen, wenn man in den Platz war. Das ist das immer genauer, die zwei. Ja, das ist eine Ansicht von Maria Gern. Die habe ich gemacht, wie er die Untersberg-Pilgerin war. Und dann auch zu Maria Gern. Dabei kann man die Ansicht einmal von der anderen Seite, da der Salzburger Hochtraum, da war jetzt die Mittagsschatten, also der Bergsoner Hochtraum, da war die Mittagsschatten und Salzburger Hochtraum. So, und die schlafende Hexe bzw. das Lattengebirge, eben aber von der Halturner-Seite, von der hinteren Seite angeschaut. Da sieht man die Kopfform, die Nase, der Mund, die Brust. Spitze. Nase liegt da. Hexenhaft. Wolf Spangholm im Wildpark. Die Stutzen, riesiges Wildgehege mit sehr vielen Hirschen und Hirschkühen. Jetzt war gerade Prompft. Ja. Auch was ganz Interessantes passiert dort. Ich weiß nicht, ob du den Love-Tuner kennst, den Herztöner. Das ist so ein ganz Beifall, das ist auf 528 Hertz. Gestimmt, das ist unsere Herzfrequenz. Gell? Und bin dort hingegangen und habe den Töner dann mitgehabt und habe da getönt. Gell? Und dann war alles so starr, dann habe ich nicht mehr geschaut. Renate war ja dabei. Und nicht nur die Hirschen, sondern auch die Hängebauchspinnen. Es gibt eine Hängebauchspinne im Untersberg. Die haben alle gekriegt und gewagt und durch den Herztöner haben sie nur mal geschaut, war alle ganz ruhig. Wachkatzel ist vorbeigereicht mit irgendwas Großes im Maul drinnen, die haben angestoppt und hergeschaut. Und wie aufgehört habe zu meinen, sind sie weitergereicht und haben sich alles bewegt. Also die Tiere reagieren auf die Frequenz. Natürlich nur mehr mit Menschen, aber eben, wie gesagt, dieser Herztöner kann ihm sehr viel bewirken immer. Da sie haben in Salzburg, glaube ich, voriges Jahr war das, wo sie viele Leute am Domplatz getroffen haben und hunderte, glaube ich, waren sie da nun, ja, mit diesen Herztönen ertönt haben. Für die Herzhöfner.
So, dieses Foto ist mir zugesagt worden. Die Dame sitzt da im Publikum. Darf ich vorlesen, was du da geschrieben hast? Gerlinde. Sicher. Also vorher mal, dass wir es einmal wirken. Oder wer glaubt, was zu singen? Oder? Ja. Rechts unten ist ein Engel. Da ist ein Engel. Die wir da noch mit Engeln umringt. Also mein Wahrnehmung ist 2 in 1. Ah, das haben wir ja. Da scheint aber ein dritter Kumpan zu sein. Also da ist der männliche Teil. Und der weibliche schaut auf und mit dem Sieger habe ich auch erstellt. Dass dann die beiden Körper da ineinander verschmelzen. Also der Gerlinde schreibt da, bei meiner gestrigen Untersbergwanderung, UH, sind mir einige besondere Augenblicke gewährt worden. Ich möchte sie gern teilen. Der weiße Stein hat mich richtig angeblickt. Mir schien er weiblich vorerst, dann kam ein zweites Gesicht dazu, männlich-weiblich gemeinsam. Und wo ich so schön Fuß ist, wo sie diesen Stein im See hat, und zwar ist das von der Seilbahnstation, also von der Bergstation, nicht nochmal an, gell? Wenn wir an Bergstation weitergegangen, vorbei am Gasthaus, dann rauf und runter, im Gipfelkreuz, Richtung Gipfelkreuz, an der Stelle, wo das Seil gespannt ist. Scharf rechts gehalten und ein paar Meter weiter gerastet. Nach einiger Zeit der Ruhe blickte ich auf die Wand gegenüber, rundherum fotografiert und siehe da, was ich sehe. Es war so schön, irgendwie geheimnisvoll. Wenn man unter das Wesen blickt, erkennt man ein Gesicht in Grün. Unter das Wesen, das Gesicht und Grün. Das ist vielleicht bei dem anderen Foto drauf. Im Grün, sind es Augen. So, da war ja gestern um 4.15 Uhr, also gestern Montag, heute Montag um 5 Uhr, um 4.15 Uhr Vollmond gehabt haben. Und sehr starke Energien spürbar waren für mich heute. Halt. Ich möchte die Bildpräsentation mit dem Vollmond auch beenden. Und wer am 25. November mit Pfarrer Schmatzberger Weihnachten feiern will, in der Waldandacht, da gibt es nämlich eine Überlieferung, dass Weihnachten am 25. November sein sollte und nicht am 24. Dezember. So ein Astrologe rausgefunden, der zurückrechnen, wie sie hier, hat einige Datums und Kalender und was weiß ich, was er da alles zusammengeforscht hat.
Jedenfalls ist er halt, es ist genau beschrieben im Buch vom Rainer, die ganze Geschichte. Man kann sich aber im Internet schlau machen, dann kriegt man das genauer, warum das so ist. Jedenfalls, ich werde heuer dabei sein am 25. November. Und wo ist das? In der Waldandacht. In der Kapelle. Ja. Ja, es ist ein Kapön dort, ja, größere Kapön, eine schöne Wiesen auch, ein starker Energieplatz auch. Großgemein. Nein, das ist zwischen Larschenwirt und Wolf Schwangwald. Noch der Kneipanlage. Genau. Da, links. Ja, genau. Es wird jeder angeschrieben, war dann da. Natur, Hauptsache Ruhe. Ja. Druck wieder zu den Wurzeln. Weg vom Computer, weg vom Fernsehen, von den Medien. In der Natur findet es einfach alles. Das ist meine Wahrnehmung und mein Eindruck. Ich muss aber dazu sagen, es hat auch sehr lange, noch was ist lang, was ist kurz, alles relativ, einige Zeit gedauert, bis man mir auch das bewusst worden ist. Wie gesagt, 2009 ist das Ganze begonnen. Anfang war es eigentlich 2008, wo irgendwo was in mein Leben eintreten ist, wo ich eine Veränderung durchmachen habe dürfen. Und 2009, Mitte des Jahres oder im Spätfrühjahr oder im Sommer, hat das Ganze dann angefangen. Und seitdem mache ich eben das. Oder nicht nur. Also wie gesagt, der Untersberg ist ein Aspekt. Ich meine, die Sachen eben. Und wie gesagt, mein Bedürfnis ist das eben, oder meine Aufgabe vielleicht, um die Menschen da den Berg und die Natur näher zu bringen. Um ein bisschen seine Wahrnehmung auch mehr zu schärfen. Das Bewusster in der Natur und in der Landschaft zu sein. Und vor einigen Jahren hätte ich gesagt, okay, das ist ein Baum, hier ist ein Baum, das ist ein Storn. Ja. Und jetzt sieht man heute halt schon ein bisschen anders. Gell. Und das wird dann unsere Wahrnehmungen, wenn man geöffnet ist für das natürlich, werden immer mehr und mehr. Ja, und dann schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht. Beenden möchte. Beenden oder fast beenden, genau zwei Datums. Morgen, 2. Oktober, Schutzengelfeiertag. 4. Oktober, Namenstag von Franz von Assisi. Und da gibt es ein wunderschönes Friedensgebet des heiligen Franz von Assisi, das möchte ich vorlesen zum Abschluss. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer sich selbst stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Also wer das Gedicht haben will, das Gedicht, ja, Franz von Assisi, das Gedicht, schreibt mir einfach, wenn ich das Gebet haben will. Meine Visitenkarten liegen da, die Flyers liegen auch da, wenn es mich interessiert.
mal mitzugehen auf Sontersberg, Wanderungen, braucht man gerade eine E-Mail schreiben. Ich schreibe das eh immer übers Internet aus. Und dann, wie gesagt, kann ich Informationen haben, wann die nächsten Wanderungen sind. Also werden fast ins Wochenende sein. Unter der Woche bin ich auch unterwegs. Aber ich gehe einfach davon aus, dass wir einen grünen Oktober kriegen. Und da hat es sicher auch seinen Reiz, weil im Herbst und im Oktober, oder solange es geht, eben am Nonnenberg zu sein. Ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen von meiner Seite. Dann sage ich recht schönen Dank, dass du da warst, für eure Aufmerksamkeit. Und vielleicht sehen wir uns bei dir mit dieser Wanderung in der nächsten Zeit. Und wir halt Geburtstag. Singst du ein Ständchen? Wirklich? Ja. Echt? Ja. Alles Gute. Danke. Die Priska hat heute Geburtstag. Sie ist ja Geburtstag hier. Der spirituelle Geburtstagslied. Genau. Das passt für jeden, man braucht gerade die Vornamen im Austausch. Vielleicht auch die Wesenheiten noch, was da drin vorkommen. Aber es ist auch nicht alles so schön. Und uns auch, ja. Unbeschreiblich einfach. Der Vorname hat einen besonderen Reiz, den zum Singen. Manuela war leichter, gell? Manuela war leichter, ja. Aber probieren wir. Ihr dürft gerne mitsingen bei Priska. Also ich singe es einmal vor, es wird dreimal gesungen und dann singen wir es dreimal gemeinsam. Thank you.
Das gehört, warum das aufgeschrieben ist. Also der Apotheker ist in ein Gewitter gekommen, ein furchtbares Unwetter, und er ist fast umgekommen. Und er hat gesagt, wenn ich da gut durchkomme, ja, dann werde ich das eine Madonna schnitzen lassen und da hinstellen. Also die weiß ich, die Version. Und die ist ja nicht geschnitzt, oder? Nein, nur auch. Dass er so schwer herzkrank war und da hat er es hintere geschafft. Und gesagt, wenn er wieder gesund wird oder so irgendwas, oder weil er gesund war, ist durch das, was er von der Madonna aufgestellt. War das die Madonna von der? Ja, war die. Ja. So haben Sie gelesen oder gehört? Ich habe das nicht gehört. Nein, nein. Schau, ich habe es nicht gehört. Ich gehe noch gerne. Ich habe die Geschichte gehört, dass man vor einigen Jahren am Mühe aufgekommen ist. Also der Glaube ist, ich glaube, das war so die Kirill-Zeiten, vor 12, 10, 12 Jahren, und da ist der Glaube so fast zu 90% zerstört worden. Und wir haben das dann wieder schön hergerichtet und aufgebaut. Ich habe mir dann gesagt, das ist nichts passiert. Ja, aber die steht auch geschützt. Stimmt. Ja, das steht nicht im Wort. Oma, bitte. So, jetzt hast du auch gelesen. Nein, ich konnte schon was erzählen, ja. Wie ich selbst einmal klar war, das ist auch schon lange her. Ich schätze so 6, 8 Jahre. Da bin ich im Elternbett gelegen. Meine Eltern haben gerade gefernseht im Wohnzimmer. Und da ist mir ein Engelwesen erschienen. Das war so gelb, orange,
von der Aura. Es war eigentlich eine humanoide Gestalt, aber durchsichtig. Und es war so ein gelb-orangenes Wappen. Hat aber keine Flügel gehabt, ja. Nur ich als Kind habe ich gefragt, wer bist denn du jetzt? Aber auch gar keine Angst gehabt. Und er hat gesagt, ja, er ist ein Engel. Und hat so in den Himmel aufgezeigt, habe ich mir gedacht, dabei war in der Richtung aber der Untersberg. Und er hat gesagt, er nimmt mich jetzt damit nach oben. Ich habe, wie dann älter war, mal nachgeforscht, wer das gewesen sein konnte. Habe dann gemeint, das war der Jophiel, weil von der Farbspektrum so hinkammert. Aber von Lazarus-Legende her spricht er eben auch von den Engelwesen. Und der hat genau dieselben Wesen da beschrieben. Und jetzt bin ich mir eher sicher, dass das wahrscheinlich die Engelwesen aus dem Untersberg waren. Meine Eltern haben halt auch gesagt, das hast du geträumt und so. Und ich rot's frech natürlich gesagt, das kann nicht sein. Im Religionsunterricht haben sie gesagt, das sind so kleine Kinder mit dem weißen Gewand und Flügel und der Harfen in der Hand. Aber die haben so ausgeschaut und die weiß jetzt, wie Engel ausschauen. Wo hast du beim Lichtkinder treffen? Ja, letztes Jahr. Also, da gibt es auch sehr viele Berichte, die du auch wissen, von sehr vielen Lichterscheinungen eben. Bis jedes Jahr, glaube ich, ist das Lichtkinder treffen. Das dauert so, glaube ich, 5 Wochen, oder? Emanuela tut ja mit organisieren. Ja. Und da treffen sie eben die sogenannten Lichtkinder dort und kampieren dort, ja, und beobachten, meditieren und so weiter. Ja, und da sind sie auch sehr viele Lichtphänomene, so wie es gesagt haben. Ja. Ja, sie werden als. Ja, da gibt es ein Buch dazu. Ja, also man kann es auch die Lichtwesen nennen. Kamera oder ja. Auge siehst du sehen, oder? Ja. Also wenn man ein Medium ist, so wie das Sabrina, dann sieht man das so aus. Das ist Medium. Ja. Sind die nur auf die Berg oder überall in den Wäldern? Ich würde meinen, ich habe schon mal so was gesehen. Nein, ja, die werden sehen wir auch sehen. Aha. Ja. Ja. Ich würde mir glauben, dass Licht brechen. Gibt es auch, aber ja. Aber auf die Nacht nicht, und da habe ich es auch schon gesehen, bei Fotos. Und die Hintergrundgeschichte ist ja die, eben auf der digitalen Technik, also weil fast jeder besitzt eine Digitalkamera oder digitalen Ultraapparat. Und das ist bewusst von der geistigen Welt eben so mehr oder weniger nachgeholfen worden, dass diese Technik erfunden worden ist, weil es ein breites Medium ist. Ja. Und sehr viele Menschen haben eben so Orbs auf die Fotos, dass eben sehr verbreitet wird, dass man sieht, es ist noch mehr da. Okay? Und eben durch die digitale Technik kann man es eben sichtbar machen. Das ist ja bewusst gemacht worden. Man muss so, darauf hinweisen. Na klar, dass noch mehr ist. Ja, sicher. Das muss man sehen und hören und so weiter. Samadhi? Ja, also ich habe eine persönliche Geschichte, wollte ich erzählen kurz. Ich habe vom 14. auf 15. August Oma geschlafen. Das habe ich da kurz gesagt. Genau. Ja, da ist ganz viel passiert. Wir haben den Berg überquert und dann haben wir am Hirschenhanger geschlafen. Und dann komme ich heim und meine Tochter sagt zu mir, du schaust anders aus, du hast eine andere Augenfarbe. Es hat sich über Nacht wirklich meine Augenfarbe verändert. Was es bedeutet, weiß ich nicht. Meine Augen waren eher grün und jetzt sind sie eher braun. Mhm. Und so, dass eben die andere gemerkt hat. Warum? Keine Ahnung. Weiß ich noch, ob das schon mal aufgetreten ist. Die Sehstärke hat sich nicht gebessert. Ja. Leider. Das war ein bisschen, was man früher hat. Das war eine Farbe. Kennst du das Bild? Ja, alles ist in mir. Sind Sie
mehr einweihen, dann kannst du das auch passieren. Das Du hast zuerst erwähnt, diesen Herzfrequenzsender. Wo glückt er denn, beziehungsweise in die Gegebenheit? Das ist ein Love-Tuner oder Liebestöner. Der ist auf unserer Herzfrequenz abgestimmt. Das ist 528 Hertz. Ja. Wo kriegt man denn? Nein, ich habe den nicht. Nein, auch nicht. Also ich habe zweimal beim Friedensfest am Attersee gekauft. Den kann man bestellen. Oder über das Internet vielleicht, dass man bestimmen kann. Mich würde die schwarzen Steine interessieren. Welche Empfindungen hat man, wenn man so einen schwarzen Stein in der Hand hat? Ist der besonders energiegeladen und wodurch unterscheidet er sich außer mit der Farbe von den anderen Steinen? Also diese schwarzen Steine, was ich da erwähnt habe, zuerst, oder? Genau. Ja, das ist auch so eine Geschichte mit den schwarzen Steinen, mit einem Fragezeichen dahinter. Ich habe es zwar schon, wie gesagt, in der Hand gehabt. Ja. Kurz, vielleicht 20, 30 Stunden. Ja. Tschüss. Ich war allerdings von Ägypten, von den Pyramiden, anscheinend. Es soll der Montersberg auch einige geben. Also erstens einmal durch die Schwingung selber. Durch die Bewusstseinheit. Ich will explizit, muss ich jetzt sagen, nicht zu viel gespürt. Ich habe zwar gemerkt, ich habe jetzt was Besonderes in der Hand, aber so, dass ich jetzt irgendwie umgehauen hätte oder so besonders war es eigentlich nicht. Ja. Und es wird auch gesagt, sie haben oder sollten ihre volle Wirkung entfalten können, wenn eine bestimmte Anzahl von Steinen in einer bestimmten Stellung gebracht wird. Ja. So wird es halt gesagt. Ja. Ob das jetzt wirklich so ist, noch nicht. Ja, und was soll es dann bewirken in einer gewissen Stellung? Zeitphänomen ist das. Soll er dann einen Sinn haben? Ja, ja. Echt? Und wegen Zeitanomalien, künstlich und Anführungszeichen Zeitanomalien herzustellen. Sollte, gell? Sag ich sage immer, es sollte. Verteidigen soll ich, ja, das ist so. Es sollte, weil ich habe die Informationen auch bekommen. Ja. Und darum sage ich auch, es kann jeder annehmen, was für einen stimmig ist. Ja. Und sage ich immer, sollte. Was mich auch noch interessieren würde, du warst im Frühjahr, im Sommer, dann Spätherbst und so weiter am Untersberg. Ist dann immer dieselbe Schwingung oder bleibt der Berg konstant oder richtet sich es auf nach dem Aufbrechen, es wird wieder Frühling und so weiter? Ja, ich empfinde das schon so. Wenn man dann im Frühjahr geht, ich glaube, das hat auch eine ganz andere Energie. Es blüht alles auf, ja. Das hat dann schon. Aber ich möchte nicht sagen, dass das so ein großer Unterschied ist. Das ist von der Landschaft her natürlich ein großer Unterschied. Ja. Das ist das Empfinden. Genau, das Empfinden, ja. Mhm. Ich möchte nicht sagen, dass das von den Jahreszeiten so ein großer Unterschied ist. Aber was man Unterschiede merkt an den gewissen Plätzen. Wie gesagt, wie ich es angesprochen habe im Fürstenbronn, der Weg darauf zum Karlsruher, zum Wasserschloss, zur Grasselhöhle, dann gehen wir weiter zu den Alpensteinbrüchen, was sehr viel passiert ist. Ja.
wo wir vor, beim vorigen schamanischen Trommeln mit Rainer Limbeck, dann einmal im Monat haben wir das schamanische Trommeln und machen wir immer schamanische Reise und Feuerrituale und Himmelsrichtungen Rituale und in einer Höhle, und zwar in der Kreißelhöhle, waren eh schon einige mit da, wo ich dann symbolisch ein Holz mitgenommen dort von diesen alten Steinbrüchen und habe das symbolisch dem Feuer übergeben, die zwei Hölzer, was ich mitgenommen habe, eben die Energien zu transformieren und wieder zu reinigen. Und das Interessante war, die zwei Hölzer haben sich sehr schwer gebrannt. Also man hat da richtig Holz nachlegen müssen, dass die Flammen richtig groß geworden sind, dann hat es das Holz zu brennen anfangen. Also es war zuerst eine große Flamme, ja. Aber wie gesagt, es hat nicht brennen wollen, ja. Das heißt, viel passiert, dass viel gestorben sind, ja. Da wird das so ein Naturfriedhof gemacht, am Fuß des Gutes bleibt. Hat aber nichts mehr Gutes bleibt. So was. Da haben wir ja mehr. Wachs, Natura, die Lehrmeier, ja. Ja, wo man sich ein Baumerschen hat nichts mit dem Fürstentum. Das weiß ich jetzt gar nicht. Was bei den Fürstentum irgendwie. Ach so. Ich dachte, vielleicht ist ja das irgendwie so mit Untersberg. Naja, wird schon. Man kann sich trauen lassen am Untersberg und auf die 4K-Säulen kann man sich bestoffen lassen. Ja. Gibt es Orte am Untersberg, wo du dich ausgesprochen ungut fühlst, weil du vielleicht einmal unmütig oder was war? Absolut ungut, nicht. Aber man spürt in den neuen Steinbrüchen die Energie, weil hier zu viel passiert ist. Die Geisterhöhle da. Ja, Geisterhöhle oder Phrasenhöhle. Mhm. Ist aber von Menschen gemacht worden. Ja. Ja. Das war auch zu den Kriegszeiten, also als Schutz eigentlich ist das gemacht worden. So ein Stollen ist das eine. Und das hat eben damals eine Schutzfunktion gemacht. Die Angriffe. Ich sind gewisse Straßen in Salzburg furchtbar. Mit Gaswerk da. Also da muss ich mal schauen, dass ich weiterkomme. So, das ist ein Bullerberg. So ungute Schwingungen. Bin ich mal im Winter aufgegangen, bei den Monatsschwingungen. Ja, so, da sind diese ganzen Wesenheiten, die halt da oben Unwesen sind, diese ganzen Pfaffen und so weiter. Und dann da war ja da. Die sind alle nur da. Im Dom auch. Aber wie ich bin, habe geschaut, dass ich die Stiergel runterkomme, mit Schnee bin fast runtergekommen und nichts wie aus dem Wunderpark. Ja. Ja. Schon bei den Bauarbeiten sind auch viele Leute gestorben. Ach so, man tut diese Wesenzeit immer noch da. Meine Frau und ich, wir machen auch viele Spiralen, um sich die Wesen zu erlösen. Ja, das sind so doppelläufige Spiralen, die sich gegenseitig auflösen. Die werden dann aktiviert. Da muss man auch viel dahinter sein. Da man Rheinberg haben wir zwei gelegt gehabt. Geschichten
Herzen werden verzeiht von der alten und der neuen Welt. Wo sie ist alt und wo sie ist neu, die Sonntag denen Mandel, denen ist es gleich. Und das Ferdinand und Sandira ruft, jetzt das Welt, wirft das nicht, spürst das Welt, siehst das nicht, wo was ist dann wieder so. Dreh auf das Bergmann und sind wieder durch. Jetzt das nicht, wirft das nicht, spürst das nicht, siehst das nicht, wo was ist dann wieder so. Sie waren immer du und sie werden immer sein. Liga auf Weibung und sah dabei. Das Bergmann und Sandilado, jetzt das Bergmann.